Ob du es mir glaubst oder nicht, ich schwöre, bei mir im Kopf spielt sich gerade ein Film ab, weil ich ganz genau weiß, was du meinst, sogar in Berlin. Wir haben Spieler in der Mannschaft gehabt, die wirklich immer schon mit so 13, 14 jeden Tag mit der U-Bahn zum Training gekommen sind Genau. und ich kannte das gar nicht. Für mich war das immer so, okay, krass, guck mal, deren Eltern kümmern sich jetzt nicht viel darum, vielleicht haben die auch andere Sachen zu tun, Genau. Arbeit, keine Ahnung was, vielleicht schaffen die es zeitlich nicht. Und da hat sich gerade voll ein Film bei mir abgespielt. Also bei mir, mein Vater hat mich zum Beispiel auch immer gefahren. Ja. Aber deshalb weiß ich, was du gerade meinst, was du mir sagen willst, dass es Eltern gibt, die vielleicht auch von der Zeit es her nicht schaffen. Genau. Und du hast so diesen Kontrast auch gesehen. Ich weiß genau, was du Genau, meinst. ich habe diesen Kontrast gesehen, weil meine Mutter hatte nicht die Möglichkeiten. Meine Mutter hatte nicht die Möglichkeiten, hat keinen Führerschein. Und wie du gesagt hast, ich bin dann mit 12, 13 zum Training gefahren, mit dem Bus, mit der U-Bahn. Und habe halt gemerkt, so, okay, da ist auch ein bisschen Unterschied, weil vorher habe ich.